Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exhaust Zeug des Sims 4. Und ich hoffe auf der einen oder anderen Art und Weise familienadäquat. Zumindest in der Vorstellungsrunde der Kalamotten bei Hunde und Katzen. Und zwar zuerst für die Damenwelt. Als Modeopfer stellt sich heute freiwillig bereit, Kitami Quantum. Hallo Kitami. Gut, wir gehen als erstes auf den Kopf und da sehen wir schon, oh ja, da sind wohl einige neue Objekte hinzugekommen. Da wollen wir mal natürlich auch die Modeauswahlfilter machen, die Packsfilter. Die Packs und da haben wir's. Die Packs, Katzenhunde, weibliche Frisuren. Wow. Und es gibt anscheinend in kurz, mittel, lang in jeweils jeweiligen Bereichen was. Und ich bin schon ganz gespannt, wie sich das hier auswirken wird. Und da gucken wir mal nach. Die erste Frisur, die sich hier darstellt, ist so mit den schönen Pferdeschwanz hinten dran. Ja. Viele haben ja bemängelt, dass es keine Pferde gibt in Hunde und Katzen, weil es auch nur Hunde und Katzen heißt. Ich selber hatte nie bei den alten Sims irgendwelche Erweiterungen gehabt. Ich habe nur das Grundspiel gehabt. Von daher kann ich mich da nicht wirklich mit einmischen in die Unterhaltung zu diesem Thema. Und ja, es ist halt so, wie es halt ist. Also für mich ist das ganz okay so, weil ich es nicht anders kenne dann. Hä? Oh, Mama. Ich weiß nicht, warum ich immer so bei so völligen Haaren immer Mama sage. Weil das Lustige ist, meine Mutter hatte ja so nie wirklich fülliges Haar und dann auch hier mit diesen geflochtenen drin. Es ist schon. Es sieht schon nice aus. Ich werde auch zwischendurch auch mal die Farbe umwechseln. Lassen wir auch ein bisschen auf uns wirken. Boah, das ist aber super füllig. Alter Vater. Weiß ich nicht, was ich so sagen soll. Das ist echt krass viel. Aha, jetzt wird es doch ein bisschen dezenter wie mit so einem, ein Tuch drinnen gebunden. Tuch? Ja, Tuch. Haartuch. Ein Haartuch. So, okay. Yo, das Haartuch der Dinge. Das ist eine hübsche Frisur. Auch so mit diesen einzelnen, hier kann man sogar durch die Haare durchgucken. Seht ihr das hier auf der Seite hier? Geil. Das macht die ganze Seite ein bisschen Sache, ein bisschen luftigere. Da sind sozusagen die Hundeknochen drinne. Auch Hundeknochen. Ja. Wuff, wuff. Ja, die Frisur ist definitiv was für Hundeliebhaber. Dann das nächste ist Mette Blömkes. Ja, das ist für die Leute, die Natur mögen. Auch im schockierenden Pink. Die schockierende Pink-Frisur. Was haben wir denn als nächstes? Etwas ganz Kurzes. Das ist schon so kurz wie bei mir. Ich habe noch ein bisschen kürzer. Ja. Das wäre was schon für Maya Müller in den jüngeren Jahren gewesen, wo sie dann noch militärisch war. Okay. Das sieht jetzt richtig streng aus. Boah, siehst du streng aus. Das sieht nice aus. Gefällt mir. Wie sieht es denn hier an den Farben aus? Oh, geil. Schöner Farbverlauf. Eieieiei, ganz wie die Mama. Mama hatte früher auch mal so. Aha. Also die Farbverläufe sind echt schick. Das könnte sie eigentlich theoretischerweise auch tragen. Das ist ja mal Hammer. Da sieht man den Farbverlauf, naja, hier am Ansatz so ein bisschen noch. Okay. So zweigeteilte Optik. Das ist so, man könnte hier so einen Emo-Look machen oder sowas. Für den Herrn Witcher vielleicht eine nette Dame. Im Emo-Look. Wäre eine Idee.
guck mal kurz mal hier so ein paar Farbvarianten an. Aha. Aha. Jo. Hm? Emo-Look. Dann gibt es hier auch was mit leicht gewelltem. Ja, seien Sie mal ein bisschen wellig. Dann der nächste. Bisschen wild. Kitami goes wild. Wie man so schön sagt. Katzenöhrchen. Es gibt wirklich mittlerweile auch in Berlin jüngere Damen, die wirklich auch so rumlaufen. Ist noch nicht mal ein Witz. Also, ja, gibt es. Und dann schlicht lang. Oh, wirklich richtig lang. Guckt euch mal an, wie weit die Haare runtergehen. Boah. Ja, sie kann das so tragen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass ich erstmal mal Standardhaare hinkriege. Weil dann irritiert mich das bei den Dings nicht so kompliziert hart. Ihr wisst schon, bei den Klamotten, wenn ich jetzt gleich die Klamotten mache. Oh Gott, wie viel haben wir denn ausprobiert? Ja, es war doch einiges dabei. Also frisurentechnisch können die Damen sich jetzt überhaupt nicht mehr beschweren. Die haben ja jetzt ja echt hammermäßig viele Frisuren. Das ist ja nicht auszuhalten. Hier ist angeblich noch was Langes, Neues drin. Hunde, Katzen. Oder sind die Herrenfrisuren, die mir jetzt nicht angezeigt werden? Kann nicht auch sein. Accessoires. So, in den Accessoires geht's natürlich dann auch wieder in den Packs. Hunde und Katzen. Und da sehen wir mal die Accessoires. Diesmal gibt's dann was für den Hals. Das sieht nach Katzensymbol aus, das sieht nach Hundesymbol aus. Gibt es dann auch in anderen Farben, wie wir hier sehen. Ja. So viel dazu. Sehr rustikal gehalten. Nicht jetzt wirklich was für die Quantums, um ehrlich zu sein. Also es ist dann doch ein bisschen sehr schlicht gehalten. Gut, kümmern wir uns um den Körper von der jungen Dame. Schauen wir mal, was wir hier haben. Und wir haben eine ganze Menge. Wir haben hier eine verdammte Menge. Wir haben hier Schuhe. Oh Gott, wir haben richtig viel hier. Da muss man natürlich auch jetzt mal die Kategorie durchschalten. Das heißt, wir gehen einmal in die Packs rein. Einmal hier, danke sehr. Schuhe. Ach ja, in den Outfit kann sie gar keine Schuhe tragen. Entfernen. So, jetzt haben wir die Schuhe. Fangen wir mal sozusagen von unten an. Schuhe mit so einem Stoffeinsatz, vorne so Leder. Wirklich interessante Optik. Ihr fällt mir sogar direkterweise. Werte Damen in meiner Nähe hier in Berlin, sie dürfen mal solche Schuhe tragen. Die sehen nämlich nett aus. So, ein bisschen was Kleineres fürs abendliche Ausgehen. Ja, gut. Accessoires. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier für Accessoires haben. Da müssen wir natürlich auch wieder den Filter einschalten. Dass auch wirklich nur das alles angezeigt wird. Da haben wir einmal was fürs Handgelenk. Geil. Eine Katze, die sich so rumschlängelt. Liebe Leute. Scheint aber immer nur die Katze zu sein. Also, liebe Hundebesitzer, tut mir leid. Für sie gibt es hier leider nichts zu gucken. Eine Katze. Geile Idee, muss ich sagen. Also wirklich geile Idee. Gefällt mir. Gefällt mir sogar. Also Hammer. So, die Legends mit Katzen. Oh Gott, ich weiß nicht. Das ist schon ein bisschen hart. Katzen. Wir können ja mal gucken, wie es mit den Dunklen aussieht. Auch nicht wirklich viel besser. Also, mit Hunde drauf. Weiß ich nicht. Also, das ist schon sehr strange.
Das ist wirklich sehr, sehr, sehr strange. Also das muss man mögen. Also, ja. Müsst ihr selber wissen, ob ihr sowas tragen wollt oder nicht. Das ist wirklich strong, ne? So, enthält neue Armbänder. Nee, tut es nicht. Das ist dann bestimmt noch die Herrenvariante. Beziehungsweise, das ist auch nochmal neu. Okay. Ist das weggegangen oder was? Gut. Hosen, Beinbekleidung und so weiter. Da gehen wir natürlich wieder auf den Filter. Modeauswahlpacks. Und zwar einmal das hier. Danke. Das ist jetzt gar nicht so viel. Da hätte ich jetzt mit ein bisschen mehr gerechnet. Muss ich gerade so sagen. Also da hätte ich gesagt, wow, jetzt kommt die super mega Auswahl da. Ja? Da ist einmal sowas. Also wenn man jetzt gesehen hat, wie viele Frisuren da sind, hätte ich jetzt gedacht, da kommt ein bisschen mehr. Okay. Dann haben wir nur eine kurze Hose. Meine Tochter dürfte sowas nicht tragen. Da werde ich die Krise kriegen. Würde ich sagen, tja, zieh dir mal was Längeres an. Da bin ich ein bisschen prüder. Dann haben wir Rock. Das rockt aber. Der sieht nett aus sogar. Der sieht sogar nett aus. Dann gibt es was mit Hundeknochen drauf. Müssen wir mal gucken, ob es da auch mit anderen Mut. Ja, tatsächlich. Mit Katzen. Dann mit den hellen Katzen. Solche Katzen nochmal. Das sind auch nochmal Katzen mit Pudelskern. Und nochmal andere Pudelskerne. Ja, muss man selber wissen. Will man nicht. Dann gibt es nochmal eine Hose. Das sieht eher nach einem fast eine Schlafanzughose aus oder so, durch die Schleife oder so. Joa. Da sind die Pfoten ein bisschen bunter. Da sind sie auch ein bisschen bunter, aber eher in einer Richtung bunt. Ja, also klamottentechnisch hier der Rock ist okay. Ich weiß nicht, sonst ist jetzt die Beinbekleidung bei den Damen etwas. Ja, hier, der würde auch noch eventuell gehen. Ja, aber ansonsten wirklich dieser Rock hier. Der hier. I don't know, warum. Ja. Dann gibt es neue Kombinationen. Neue Kombinationen. Da will ich natürlich auch erstmal die Packs einschalten. Packs, 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 Hunde- und Katzenpacks. Danke sehr. Und zwar haben wir einmal sowas hier. Die Dame vom Strande oder vom Lande. Auch natürlich mit Hunde und Katzen. Man könnte sagen, das ist auch die typische Alternativfrau. Die kauft im Bioladen ein oder so. Hashtag Klischee. Na? Könnte man so sagen. Wobei die Farbgebung gefällt mir gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Also, es hat irgendwo was. Was haben wir denn hier? Ach du grüne Neune. Was ist denn das bitte? Hallo, was hat euch da geritten? So ein kurzer Mini-Pulli. Dann das hier so rausgeschlömpelt, das Ding kaputt. Also mein Modestil definitiv nicht. Kann natürlich sein, dass es den einen oder anderen gefällt, aber. Meins ist das nicht. Definitiv nicht meine Welt. Also, ja, könnt ihr mal schreiben, was ihr dazu sagt. Ja, ein bisschen was für einen Abend. Ah, eine Cocktailbar oder so. Wobei, so weiß geht's schon als Nachthemdchen eher durch. Die dunkleren Farben kann man mit rausgehen und die helleren sind eher was für ein Nachthemdchen. Ja. Ja,
Das ist die Frau vom Heimwerker King. In der Flanelloptik. Gucken wir auch mal von hinten an. Die könnte auch eine Autowerkstatt haben, wa? Könnte man sich so vorstellen? Wenn sie da noch eine passende Leggings dazu hat oder eine Hose oder so. Das geht, glaube ich, nicht in Kombination damit. Aber jedenfalls, die könnte echt sowas tragen. Also, passt schon. Ja, die arbeitet in so einer Schieß-Cupcake-Factory. Da kann man so kleine Küchchen kaufen und so weiter. Süßkram ohne Ende. Ja, auch in der Farbgebung. What? Das ist so 30 Jahre, 14 Jahre, so. Yeah. Hashtag Fallout. Es ist so geil. Auch das da so. Dieses typische karierte Muster, das ist die Zitronenmama der 30er, 40er Jahre, wenn sie dann sozusagen morgens die Pancakes gemacht hatte und der Vater kommt, dann kriegt er Frühstück mit einem heißen Kaffee. Das ist so geil. Das ist so geil. Also das Ding feiere ich gerade. Ah, schade, warum muss das zerrissen sein? Das wäre so auch so typische. Das ist hier noch 2 Gramm länger. Warum muss das zerrissen sein? Und das könnte auch so heimwerkermäßig, so kariert oben sein. Das wäre so geil. Ja, sowas sieht man oft in Berlin. Also das ist jetzt. Ja, das ist Standard. Das ist wirklich Standard. Das sieht man oft in Berlin. Ja. Das sieht man alle Tage in Berlin. Ja, mit den Zipfeln hier. Lagenlokheit sozusagen. Hey. Das Teil da drunter könnte noch ein bisschen lockerer sein. Dann würde es dann noch besser treffen in die Richtung. Ja. Das ist der typische Lagenlook in Berlin. Dann the next one ist was zum Ausgehen. Nicht jetzt ganz fein, aber schon mal netter. Mit einer leichten Farbabstufung. Scheint auch so ein bisschen leicht chanchierend zu sein, oder? Sieht dann nur so aus. Es spielt doch schon ein bisschen mit den Farben, mit dem Schatten und so. Okay. Ja, okay. So, dann haben wir noch enthält neue Topse. Topse oder Flopse, dann sind wir bei den Damen auch schon wieder fast durch. Hätte jetzt gedacht, also nachdem ich das andere so vorgestellt habe, dass das hier tierisch lange dauern wird, weil bei den Damen ist ja immer so unheimlich viel. Aber es hält sich so im Rahmen. Ja? Die haben anscheinend mehr diesmal aufs Baumaterial geguckt, naja, um diese ganze neue Gegend einzugliedern. Ja? Was haben wir denn da? Warte mal, da machen wir einfach mal eine schwarze Leggin. Oder geben wir einfach mal so eine Tierleggin hin, ja, so. Damit das irgendwie ein bisschen wirkt, das obere Teil. Ja. Gibt's da noch mit anderen Mustern drauf? Es scheint nicht zu sein. Also, wenn ich eine Freundin hätte, die so ankommen würde zu mir. Ich würde heulen. Dann eher so mit einer rosa Hose. Dann würde es sogar noch eher. Das wäre irgendwie noch lustig. Niedlich. Das wäre dann irgendwie so noch was. Ich weiß nicht. Ulkerweise, normalerweise mag ich nicht rosa Farbe. Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass die Dame jetzt hier unten in der Hose so eine rosa. Ne, hier, warte mal hier. Da haben wir doch was. Das wirkt sogar wieder. Das ist krank, aber das wirkt sogar. Ja, also war ja sowas mal abgesehen. Gut, dann kommt ein bisschen was Normaleres. Dann sollte ich das hier mal wegklicken, danke. So. Joa, so ein schönes Oberteil, recht schlicht gehalten. Schöner, eleganter Schnitt. Das ist doch was, wo ich denke, joa, das funktioniert. Ja? Jetzt hätte man auch dazu eine passende Hose, wegen diesen schönen. Das sieht super aus, ja. Also dazu noch eine passende Hose, die richtig passt. Da muss man mal gucken, was wir da haben. Ja, mit den Hunter drin. Das ist ein Hunter drin. Das ist ohne Motiv.
einmal so und einmal so. Haben sich sogar mal Mühe gegeben, das so reinzugeben. Mhm. Durch den spitzen Kopf sieht es aber eher fast aus wie ein Fuchs oder Wolf, nicht wie ein normaler Hund. Was haben wir denn da? Ah, ja. Schöne Herbst oder vielleicht schon so Richtung fast Wintermode. So ein schöner Pullover. Das hat echt noch gefehlt. Auch so mit so ein Tuch da drum. Ja. Das ist nett. Das ist wirklich nett. Wow. Ja. 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 Also, das. Daumen hoch. Also, das Ding. Ja. Jetzt wird man hier doch mal entschädigt. Oh ja. Das ist auch noch, was man definitiv den Damen anziehen kann. Ha? Nochmal das hier. Ja. Geil. So ein Oversize-Pullover, der richtig schön dick nach unten fällt, so richtig füllig ist, der warm hält. Genau was für kuschelige Wintertage. Das ist doch mal Hammer. Das ist doch mal. Also, der ist echt nice. Der passt. Also, gerne. Also, ist super. Also, Hammer. Was haben wir denn hier? Den könnte man sogar schon fast zur Weihnachtszeit anziehen, wie eine Schleifchen mehr oder so. Das Kätzchen schaut ein bisschen traurig, finde ich, da drauf. So, ach, das ist doch ein Kätzchen. Sollen das hier vielleicht Pflaster darstellen? Ich weiß es nicht. Mhm. Das schaut ein bisschen glücklicher. Ja. Warte mal. Zu faul. Geile Sache. Also ich muss sagen, dass die SC schafft es auch, erft mir hier schon allein so ein Schmunzeln, so ein Lächeln und so ein freudiges Lachen hineinzuzaubern. Das ist toll. Also... Okay. Ah, hinten so ein bisschen schlicht gehalten, vorne so. Ja, so Sportoutfit. Das Teil gefällt mir gut. Es kommt das große Aber. Neutrales wäre geil gewesen noch dazu. Neutrales Teil. Vielleicht, wenn mich mal die Hunde beißen, da haben wir nämlich gerade, könnte man theoretischerweise überlegen, ob ich mir eins eigenes designe mit meinem Logo drauf. Dann haben wir für die Damen auch nochmal hier so ein kleines Logo vorne und hinten vielleicht nochmal so ein großes Logo. Müsste man mal gucken. Oder hier an der Seite am Arm, vielleicht was Aufwendiges. Sozusagen den Exos Merchandise, den es nie zu kaufen gibt. Was haben wir hier? Ja, das ist für die Mitarbeiterin in der Tierarztpraxis, würde ich behaupten. Dann aber auch eher in Weiß oder so. Na, passt schon. Oder so. Das wäre natürlich noch mehr Tierarztpraxis. Das ist so ungefähr die Dienstkleidung, die ich habe. Nur mit dem einen Unterschied, dass das hier, dieser Strich nicht weitergeht. Aber ansonsten haben wir auch solche Kasachs. Ja, ja. Und dann habe ich es mehr in dieser Farbe, mehr grün. Müsst ihr aber noch ein bisschen etwas dunkler vorstellen. Und es sind keine weißen Streifen dran. Ja? Dann wisst ihr ungefähr, was ich auch im Dienst trage. Ja? Gut, das war die Damenkleidung. Sie ging ja doch recht schmerzlos. Waren auch ein paar schöne Sachen dabei. Wie gesagt, dieser Pullover ist geil. Das Ding feiere ich richtig. Und wenn man dazu eine passende Hose trägt, auch das Ding ist hier ganz nett. Auch das Motiv gefällt mir, muss ich sagen. Also das geht sogar. Also das schöne Teil ist super geil. Das ist irgendwie interessant. Mal gucken, ob sowas auch für Herren gibt. Muss ich mal gucken. In dem Sinne euch erstmal alle einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund. Und lasst euch nicht ärgern. Und wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, mögt, könnt. Und vor allen Dingen dürft gerne morgen wieder bei der Herrenkleidung. Danach geht's dann
in den Tiermodus weiter und dann werden wir nämlich auch gleich synchron ein Kätzchen zaubern, und zwar Jenny. Und dann fangen wir dann auch mit dem Play mit dem Spielmodus an. Mit dem Play-Modus, ja. In dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und Shiri, oh.